Ah, tut das gut. Ah, das tut so gut. Ah, ha, Mr. Bones, manchmal kommen Sie mir ein bisschen seltsam vor. Sieh an, wer uns da besucht. Ja, Orinrock. Was führt dich zu mir? Nichts Gutes, Captain. Die Piratenstation in Dennas Chance wird angegriffen. Hier nichts damit zu tun. Aha. Kannst du mir Genaueres erzählen? Es waren die Paraniden und Argonen, die Piratenstation angegriffen haben. Paraniden und Argonen. Das ist nahezu interessant. Ja, Captain, sogar Fregattenschiffe waren daran beteiligt. Aber als die Paraniden mit einem Kreuzer auftauchten, haben die Argonen verloren und wurden vernichtend geschlagen. Es gab keine Überlebenden der Argonen. Das hört sich ja nahezu politisch an. Ich habe das Geschehen beobachtet. Anschließend die Paraniden ihrem Vorhaben gestört. Ich griff den Demos an. Und mit meinen Projektilkanonen habe ich ihn ordentlich eingeheizt. Ja, ein wagemutiger Angriff. Das gefällt mir. Die stumpfsinnigen Drohungen der Paraniden. Ups, da wurdest du aber ein bisschen zu wild. Ach, eine Salbe daneben. Aber gut, wie du deine Steuerdüsen eingesetzt hast. Ja, aber es ist besser Flucht angesagt, bevor die Flakgeschütze des Demos dich auseinanderreißen. Ja, Geschwindigkeit ist schon ein mächtiger Verbündeter. Schließlich habe ich die Delegation verfolgt. Es war eine Nemesis. Aber die hatten keine Chance. Ich habe sie im System Splitfeuer stoppen können. Als ich sie eingeholt hatte, konnte ich sie mit meinem Energieplasmawerfer gut attackieren. Ihre Tornado-Raketen konnte ich ebenfalls abwehren. Ja, ein paar Treffer von diesen Raketen und deine Aktion wäre ganz schön ins Wanken gekommen. Ein interessanter Dogfight gegen eine Nemesis. Aber hier bekommst du ja gar nicht die Kurve. Da hat's gequetscht. Gut, dass du noch alle deine Schilder beisammen hattest. Hier konnte ich ein paar Jäger, die auf dem Weg nach Argon Prime sind, stoppen. Ein gutes Manöver durch die Asteroiden hindurch. Delegation, die hatte keine Chance gegen mich.
sie gut gemacht. So blieb eine Erklärung bei den Argonen aus. Ja, und die Argonen denken nun, die Paraniden haben sie einfach angegriffen. Nun, so ist das halt. Da die Argonen und die Paraniden eh ein ziemlich dünnes Verhältnis haben, kann es durchaus zu einem Krieg kommen. Aber gut, die Station in der Nas Chongs muss geschützt werden. Ich mache mein Schiff bereit und auf in die Schlacht!